So, einen wunderschönen guten Abend vom David vom Black Tech Support Team. Heute endlich nach langer Zeit mal wieder zum Thema Mods Plugins, beziehungsweise heute speziell für den Real Train Mod, der jeden zur Weißglut bringt, der nicht Japanisch kann. Kurz zum Real Train Mod. Ich werde die ganzen Tutorials in mehrere Parts aufteilen, weil das alles zu viel wäre, das in ein Video zu packen. Wie viele Parts es genau gibt und worum es geht, seht ihr dann auf der Facebook-Seite, beziehungsweise da könnt ihr schon sehen, genauso wie im Blog, beziehungsweise auf der Support-Page. Generelle Parts sind zum Beispiel heute die Installation und die Beschaffung der Dateien sowie des Authentification Codes. Es ist jedes Mal ein Krampf, den RealTrain-Mod da zu updaten, beziehungsweise irgendwas hinzuzufügen. Das werden wir heute auch noch kurz machen, zu hinzufügen von neuen Modellen, also Installation, Modelle, der Authentification Code und ja, eine kleine Grundfunktionsweise, Züge losfahren, bremsen, Schienen und das Übliche. Im zweiten Teil, der wird wahrscheinlich im Laufe der Woche kommen, beziehungsweise da werde ich, denke ich mal, Dienstag oder Mittwoch mit anfangen. Dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie. Da kommen dann so Sachen wie Konfigurationen, Oberleitungen und sowas dazu. Und im dritten Part, das muss ich allerdings mit einem Kollegen machen, beziehungsweise mich dann auch mal einlesen oder mich japanisch zuquatschen lassen. Da geht es dann ums Thema Signale, Weichenstellungen, Detektoren und Redstone-Übermittlung. Fangen wir doch direkt mal an. Alle Links, die ich gleich hier besuche, beziehungsweise alle Downloads, packe ich auch in die Beschreibung. Da ist dann auch nochmal der Link zu meiner Support-Page, die wir hier im Hintergrund sehen. Da steht dann wieder alles drin. Genauso werden dann die Links auch im Download-Bereich bei mir auftauchen. Allerdings dann in einer eigenen Kategorie. Sollte es generell Probleme geben, einfach anschreiben, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder euch noch irgendwelche Mods wünscht. Wie immer unten in die Kommentare, ich gucke mir alles an. Und ansonsten, wenn es direkt Probleme gibt, über die Support-Page, Support-Anfrage und dann eben hier die ganzen Brocken ausfüllen, dann weiß ich direkt Bescheid, worum es geht. Ich melde mich dann zeitnah bei euch. So, ohne weitere Zeit zu verlieren, fangen wir an. RealTrainMod. Meistens das erste Google-Suchergebnis. Wir landen auf dieser lustigen bunten Seite, die kein Mensch versteht. Ich selber habe auch keine Lust und der Google-Übersetzer hilft mir da auch nicht wirklich. Ja, weil so Klamotten wie versuchen Sie nicht dieses Mod-Verteilung neu, bitte verteilen nicht diese Mod, das versteht man ja noch einigermaßen. Wenn es dann aber hier unten reingeht, ja, da hört dann auch schon auf. Ja, also wie, erstmal wie ihr zu den Dateien kommt. Ihr scrollt auf dieser dämlichen Seite so weit runter, bis ihr zwei nackte Minecraft-Männer seht. Nämlich diesen hier. Dann geht ihr noch ein bisschen weiter runter und hier seht ihr dann diesen Block, den man Zahlen sei Dank und allgemeiner Schreibweise lesen kann. Für den Mod braucht ihr einmal diese NGT Library. Da ist immer die letzte Datei drin, sowie diesen eigentlichen RealTrain Mod. Den könnt ihr runterladen. Wie man den installiert, zeige ich euch gleich. Jetzt nochmal zu den zusätzlichen Modellen, wenn ihr mehr Züge haben wollt, beziehungsweise mehr verschiedene haben wollt. Es gibt auch später Sprachpacks und sowas. Das findet man ja auch alles auf dieser Seite. Am besten drückt ihr, wenn ihr Firefox benutzt. Ich weiß nicht, ob das beim Internet Explorer genauso ist. Steuer F. Dann geht hier unten so ein Feld auf. Da gebt ihr dann Modell ein. Und da kommen wir auch direkt hier hin. More Models and Textures. Bla bla bla. Question Answers. Ja. Scrollt ihr runter. Dann seht ihr zum Beispiel die Bilder von den Modellen, die hinzugefügt werden. In dem Fall diese hier, wenn ihr sagt, jo, die gefallen mir, die will ich haben. Hier unten drunter kennt man ja diese dämliche Büroklammer. Da gibt es das ZIP-Archiv mit den Dingern, also mit den verschiedenen Packs. Ihr müsst auch immer gucken, es gibt zwischen manchen Packs Abhängigkeiten zueinander. Das heißt, diesen Toku-Pack zum Beispiel, den könnt ihr nur runterladen, wenn ihr auch diesen Monchi-Pack habt. Das setzt natürlich dann voraus, dass ihr beide benutzt. Und die müssen dann auch beide auf der gleichen Version sein. Das ist das gleiche wie beim Flans Mod. Da sind die Content Packs von der Version des Spiels sowie der Version von der Flanger abhängig. Wenn ihr den ganzen Kram runtergeladen habt, dann habt ihr die am Desktop oder wo auch immer ihr die hinspeichert. In diesem Fall habe ich einen eigenen Ordner dafür.
Da sind jetzt alle meine Modellpacks drin, genauso wie die Library und der eigentliche RTM-Mod. Die Config habt ihr erstmal nicht, die wird später in dem Ordner Config auf eurem Server oder Client generiert. Da könnt ihr aber auch nicht allzu viel einstellen. Da sind nur so Sachen wie Render-Distance für die Gleise und sowas alles drin. Die habe ich jetzt zum Beispiel hochgesetzt, weil mich das nervt, dass die Gleise erst spawnen, wenn man mit 100 da drüber knallt, dass sie dann erst direkt unter einem auftauchen. Zum Server-Part. Ihr könnt den Mod auf dem Server benutzen. Das funktioniert eigentlich recht gut. Probleme gibt es nur dann, wenn ihr einen Zug abbaut. Also bei der aktuellen Version, das musste ich leider feststellen, wenn der Zug sich verbuggt oder ihr wollt den einfach weghaben und ihr baut den ab und ihr verlasst den Chunk und ihr lauft dann irgendwann wieder in diesen Chunk, dann taucht der Zug wieder auf, allerdings als Textur bzw. als tote Grafik. Die Entity wird weiter geladen, die kriegt ihr aber weder mit Wegklicken noch mit Stop-Lag oder einem Relog weg, auch nicht mit einem Chunk. Also mit einem Chunkfix. Das ist eine tote Textur, die wird euch einfach nur vorgegaukelt. An sich ist das Ding nicht da, ihr seht und hört es aber. Die einzige Möglichkeit, das loszuwerden, ist, den kompletten Server runterzufahren und neu zu starten. Das ist erstens langwierig, zweitens ätzend. Also müsst ihr da eventuell ein bisschen gucken, wie ihr damit arbeitet und dass auch nicht zu viele Züge unterwegs sind. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Bugfix aussieht. So wie ich das mitgekriegt habe, wird dieser Mod recht oft geupdatet, beziehungsweise alle 3, 4 Wochen kommt ein großes Update raus. Da sind solche Sachen dann dabei. Ich denke mal, das wird früher oder später auch gefixt, weil das Problem scheine ich nicht alleine zu haben. Diese ganzen ZIP-Dateien, die tut ihr in eurem FTB. Oh, schön, hallo Aufnahmeprogramm. In eurem FTB-Ordner bzw. auf eurem Server direkt in den Mod-Ordner und zwar als ZIP. Ihr entpackt die nicht, sondern einfach als ZIP-Datei da reinkopieren. Wenn ihr die entpackt, dann überschreibt er die Libraries und dann ist euer Server hinüber. Genauso wie das Zusammenfügen nicht funktioniert. Ja, ich habe das jetzt hier mal vorbereitet, beziehungsweise ich nehme einfach mal meine Testwelt. Da stehen sowieso noch zig Stück rum. Gott, nein, keine Musik. Aus. So, während das im Hintergrund lädt, erzähle ich euch mal kurz, was ich die letzten paar Wochen gemacht habe. Also, es war ja Weihnachten, da kam, glaube ich, das letzte Video von mir raus. Da tut mir auch erstmal leid. Nur ich musste erstmal gucken, was ist mit dem Thema, was kann ich besonders machen. Und der Real Train Mod, der war immer schwierig zu finden. Entweder gibt es das nicht auf Englisch oder nicht auf Deutsch. Und wenn ja, dann war das uralt, weil es gibt schon wieder neue Versionen und gestartet hat es auch nicht. Und ja. Die einzige Version, die mir helfen konnte, war eine auf Spanisch, aber ich kann leider kein Spanisch. Also eher Learning by Glotzing. Ja, erstmal Vollbild hier, dann gehen die FPS auch ein bisschen hoch. Ruckelt natürlich jetzt alles wunderbar. Fiekal 0. Blöde Viecher. So, V-Sync. Tag machen wir auch mal, damit wir auch was sehen. Das ist der Real Tray Mod. So. Jetzt, wo ihr die Installation kennt, also ist relativ simpel gehalten, es ist nur immer schwierig, an die Dateien ranzukommen. Der Real Train Mod hat Züge, entweder elektrisch, ist aber vollkommen egal, ob der Oberleitung hat oder nicht. Per Diesel, es gibt Schienen, ganz viele davon, wenn ihr jetzt RTM eingeben, ganz viele verschiedene Schienentypen, beziehungsweise gibt es hier natürlich wieder nicht, weil ein blödes NEI nicht will. Also geben wir Rail ein, das sind die hier alle. Wir nehmen einfach mal ein paar mit hier rein. So, erstmal zum Setzen der Schienen. Es gibt Marker. Es gab mal viele Marker, die gibt es immer noch. Der normale rote war zum Beispiel für gerade Strecken, der war für schräge Strecken. Die Switches, die werden immer noch benutzt, die sind für Weichen. Die Slopes, die hatten dann eine gewisse Steigung, je mehr ihr davon genommen habt. Das ist alles nicht mehr so. Wenn ihr jetzt den normalen Marker setzt, dann taucht hier erstmal so eine, ja, so eine Längenangabe auf. Ich bin persönlich benutzt das auch zum Vermessen. So, dann setzen wir den mal dahin und ihr klickt da rechts drauf, dann erscheint ein Gleis. Wenn ihr jetzt eine Kurve haben wollt, braucht ihr nicht mal die schiefen benutzen, sondern einfach den. Klickt dann hier drauf, dann habt ihr eine Kurve, das passt ja automatisch an. Zudem könnt ihr verschiedene Schienentypen benutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel
Machen wir mal eine scharfe Kurve. Jetzt nicht einfach da draufklicken, sondern hier sowas nehmen, was ich hier an Schienen unten habe. Und ihr klickt damit da drauf. Dann werden da in dem Fall Straßenbahnschienen raus. Die habe ich bei mir zum Beispiel überliegen, weil die besser aussehen und weil die zum Stadtbild besser passen. Das gleiche funktioniert natürlich auch in sämtlichen anderen Richtungen mit anderen Schienen. Was auch immer das jetzt für welche sind. Aber ist ja egal, es gibt eine ganze Menge. Steigungen sind auch kein Problem, auch nicht über Eck. Das heißt, wenn wir nicht gerade sind, setzen wir einen hier hin. Den anderen setzen wir da hin. Und dann nehmen wir zum Beispiel die PI Gravel. Das geht da so hoch, ist auch relativ schön smooth gemacht. Jetzt haben wir den Kurs ja schon fast fertig, dann können wir den auch eben fertig bauen. Mal eben dahin. Gehen wir mal nach hier hinten. So, mal einen hier hin. Hier ist schon mein Gebastel von vorher. Ist jetzt vollkommen egal, welche Schienen das sind, auch wenn das optisch überhaupt nicht zueinander passt. Aber ist ja egal, ob es funktioniert. Macht übrigens auch keinen Unterschied. Die Schienen gibt es in verschiedenen Maßen. Zum Beispiel die Tram, die hat 1067 mm und die anderen, die haben dann darum wieder 1435. Das ist vollkommen egal, das passt auch hier nicht aufeinander, wie man sieht. Aber Hauptsache, die Schienen sind einigermaßen aneinander, das stört den Zug herzlich wenig. So, Schienen können dann schon mal weg. Zum Punkto vermessen, mit diesen Dingern habt ihr ja, wie gesagt, so Meterangaben. Es gibt auch ein Painting-Tool. Das könnt ihr hier mit normalen RGB-Codes einstellen. RGB, genau. Mit einem Radius und dann verschiedenen Formen und Farben. Ich persönlich benutze das, wenn ich bei mir in der Stadt was bauen möchte. Dann vorher habe ich immer hier die Chunks, die Chunk-Ansicht genutzt. Jetzt markiere ich mir einfach den Bereich. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel zu der 10. Sage, hier fängt das Grundstück an. Das soll 20 Meter, also 20 Block lang sein. Dann ziehe ich hier den nächsten Radius drum. Dann können wir nämlich den hier schon wieder entfernen. Dann setze ich den dahin. Da kriege ich dann wieder 20 Meter. Ja, das sind nochmal nur 10. Kann man wunderbar markieren. Und auch hier setze ich dann nochmal einen hin, damit ich das hier dann auch nochmal habe. Das mit dem Fragezeichen, was ihr da seht, das ist übrigens die fehlende Textur. Das gleiche passiert im Multiplayer auf dem Server mit euren Zügen, wenn ihr weggeht. Ja, dann haben wir so ein Grundstück abgesteckt. Ist an sich ein ganz nettes Tool. Züge. Ja, mit einem Zug, Rechtsklick. Nicht besonders schön das Teil. Wenn ihr Model Packs hinzugefügt habt, könnt ihr die ändern. Fahren könnt, also ihr müsst immer darauf achten, was da steht. Wenn da Entity RTM Floor steht, dann sitzt ihr im Zug. Mit Boogie könnt ihr fahren bzw. koppeln und Train. Mit Shift-Rechtsklick könnt ihr das Menü von dem Zug aufmachen. In dem Fall könnt ihr dann ja, hier aus der langen Liste, die sich durch eure Modells, also durch die Modelle, die ihr hinzugefügt habt, klicken und euch raussuchen. Ich entscheide mich jetzt mal für die Straßenbahn, die habe ich bei mir auch im Einsatz, vor allem ist die sehr schön animiert worden. Das muss man den lassen, das haben die schön gemacht. Funktionieren tut die natürlich nur zusammen und da kommt auch die Crowbar ins Spiel. Also wir gehen zu dem Zug, gucken auf RTM E-Boogie, machen einen Rechtsklick mit der Crowbar. Dann ist der im Connection Mode. Dann fahren wir einmal darauf zu und dann wird der aber direkt aneinander gekoppelt. Das sieht optisch natürlich auch megamäßig aus. Generell ist der Mod echt schön gemacht, das muss man einfach sagen. So, einsteigen können wir auch mit Boogie. Das Menü machen wir weg, was der alles kann. Auf den beiden Knöpfen hier links und rechts könnt ihr die Tür aufmachen. Schönen Sound gibt es noch dabei. So geht es auch dazu. Unter den Settings, also dieser Crowbar hier oben, könnt ihr das Licht einstellen. Das sieht man aber erst nachts. Pantograph, das ist der Stromabnehmer, den man da oben rechts sieht. Den kann man damit rauf und runter fahren. Chunkloader, das Teil kann man auch als Chunkloader benutzen. Das vermeidet manchmal, dass es verbuggt, aber auch nicht immer. Destination, da könnt ihr einstellen, was da vorne draufstehen soll. Also Iwasahama oder was das ist. Oder hier Toya, keine Ahnung. Es gibt auch noch die Möglichkeit in der Konfiguration von den Model Packs
eigene Texte einzugeben. Also das müsst ihr dann eventuell mal ausprobieren. Front, Back und Center ist die Fahrtrichtung. Das heißt, sitzt jetzt hier drin, müsst ihr den auf Front stellen, damit ihr in diese Richtung fahren könnt. Wollt ihr dann in die andere Richtung fahren, müsst ihr aussteigen, hinten zu dem anderen Führerstand gehen, dann auch wieder hier rein und dann da auch auf Front drücken. Ansonsten bewegt sich das Ding nicht. Zum Fahren selber. WASD mehr oder weniger, S und D sind die Haupttasten. Wobei S für Beschleunigen und W für Bremsen steht. Wie man sieht, hier bewegt sich der Schieberegler. Mit W geht er weiter Richtung Rot. Die linke Anzeige stellt den Bremsdruck dar. Wenn er Richtung Grün geht, Grün ist Leerlauf, dann rollt er auch, wenn er irgendwo um nix steht. Und sobald er dann erst die erste Stufe reinlegt, fährt er dann los. Natürlich mit einem passenden Sound dabei. Wichtig ist, dass ihr in den Kurven nicht allzu schnell fahrt, weil ansonsten fliegt euch das ganze Ding um die Ohren, so wie mir jetzt in dem Fall. Äußerst praktisch. Da war für die knappe Kurve 10 wohl doch schon zu schnell. Gut, fahren wir in die andere Richtung. Vielleicht hilft das. Ansonsten ist vielleicht auch einfach nur der Weg hier verbuggt. Müssen wir auf Front einstellen, die Bremse lösen. Weil wir Gangster sind, fahren wir auch mal hier. Ja, anscheinend gibt es doch Probleme mit den Schienen. Ja, sehr unpraktisch. Gut, dann nehmen wir meine alte Strecke und machen dann da mal so einen fetten Zug, was auch immer das sein soll, raus. Wo jetzt natürlich... ich drehe durch. Ja, Arschtritt für meine Vorbereitung. Diese Loks machen übrigens einen Höllenlärm, wie man im Hintergrund hört. Die wollte ich übrigens auch gar nicht haben. Meine Vorbereitung. Ein Traum. So, steigen wir mal ein in das Ding. Die machen übrigens auch alle unterschiedliche Geräusche. Ne? Also, wer so ein absoluter Zugfan ist, wird sich freuen. Das mit den Oberleitungen ist übrigens kein Muss, das sieht einfach nur cool aus. Die Dinger können auch richtig Tempo drauf kriegen. Das sieht man ja da unten, hier 36, 37, 38. Aber so wie ich mich kenne, habe ich bestimmt hier irgendwo einen Zug stehen lassen, der mich gleich in aller Ruhe ausbremst. Wo ich dann genüsslich draufknallen kann. Ach ja, die größeren Loks interessieren sich übrigens gar nicht. Und dann war da so ein Ding. Ich habe es gewusst. Oh, tschüss, wir sehen uns nächstes Jahr. Da sind wir auch beim nächsten Thema. Für leichte Sportmuffel gibt es ebenfalls ein Fortbewegungsmittel, nämlich dieses amüsante Ding. Bitte häng dich jetzt nicht auf. Und es hat sich aufgehangen. Gut. Scheiße. Okay, Moment, ich fix das. So, da bin ich auch wieder. Nach diesem wunderschönen Absturz habe ich es auch mal wieder geschafft, hier zu joinen. Ja, wie gesagt... Die blöde Bahn ist weg und hat uns direkt mal mitgenommen. Noch ein paar Kleinigkeiten. Es gibt noch Railroad Signs und sogenannte Signale. Die Signs zum Beispiel, ich arbeite selber nicht bei der Bahn, ich kenne mich nicht aus. Aber ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Bahnfan oder Mitarbeiter weiß, was das hier teilweise bedeuten kann. Ich denke mal, dass die Speed Limits hier oder irgendwie die Linie oder Gefahrenstellen oder keine Ahnung. Genauso wie es Signale gibt, die lassen sich an jedem Masten oder Gebäude dran machen, auch mit Shift-Rechts-Klick. Wenn ihr die Content Packs installiert habt, habt ihr da mehrere, welche mit 3, welche mit 4 oder mit 6. Es gibt Fußgängerampeln, warum auch immer. Es gibt welche mit LEDs. Zumindest sollten das, glaube ich, LEDs sein. Kann man diesen blöden Block, das will ich jetzt aber wissen. Ich brauche einen Zaun. Oder so ein Pole direkt. Wenn wir schon mal Real-Train-Mod sind, dann nehmen wir auch Real-Train-Dinger. Einen wunderschönen Pole und da hängen wir das Ding dran. Und dann machen wir dieses wunderschöne LED-Ding. Sieht ganz toll aus. Lässt sich alles anschließen. Und dann dementsprechend steuern. Da lässt sich auch... also die Kabel von RTM-Mod übernehmen Redstone-Signale. Aber damit befasse ich mich im zweiten oder dritten Teil.
Gut, da wir das soweit alles haben, der Zug ist bisher nicht mehr wieder aufgetaucht. Wahrscheinlich ist er irgendwo in die endlosen Weiten des Nichts entfleucht. Ja, achtet nur drauf, dass ihr, wenn ihr das Paint-Tool drauf habt, dass ihr das sperrt. Es könnten andere Spieler unglaublich lustig sein und eure halbe Stadt, so wie bei mir zum Beispiel, wenn man mal eine Viertelstunde nicht aufpasst und der Whitelist-Modus aus war, bei euch auf den Server kommen und ein bisschen rumsprayen. Und es macht keinen Spaß, wenn man das alles erst einschalten muss, beziehungsweise rauswühlen muss und dann alles von Hand wieder zu entfernen. Abgesehen davon, dass die meistens überall rumsprühen, wo man nicht mal eben so drankommt oder nicht mal eben so wie ihn will. Oder euer ganzes Haus damit verschandeln, das kann natürlich auch passieren, weil es gibt leider bisher noch kein einziges Plugin oder Grief Prevention oder wie sie alle heißen, die, oh cool, man kann inzwischen ernten, ohne alles abreißen zu müssen. Was sowas schützt, weil das halt kein Block Placing oder Entfernen ist, das ist einfach nur ja, eine grafische Geschichte oder ob das ein Entity ist, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls das alles gibt's. Es gibt noch viel mehr. Das und mehr seht ihr in den nächsten ein, zwei Parts. Wie gesagt, der nächste Part kommt am Mittwoch. Damit entlasse ich euch erstmal an diesem Sonntag und ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn es Probleme geben sollte. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ich kenne mich inzwischen mit dem Mod ja ganz gut aus, weil ich selber bestimmt schon 10, 15 Crash Reports nur wegen diesem dämlichen Mod fixen, lesen und ja, Fehlersuche betreiben durfte. Und bevor ihr euch das antut, schreibt mir einfach an über die Homepage zum Beispiel oder direkt über die Facebook-Gruppe. Aber am besten wäre das Support-Formular, da habe ich direkt alles auf einen Blick. Wer das noch nicht kennt, einfach Name, E-Mail-Adresse, unter der ich euch erreichen kann. Anklicken, was ihr möchtet, ob ihr eine Unterstützung habt bei einer Einrichtung oder bei Mod-Hilfe oder eine Problemlösung mit einem Crash-Report. Dann klickt ihr eben auch Plattform an. Kurz, beziehungsweise sogar ausführlich, je nachdem, wie ihr möchtet, was das Problem ist oder wobei ihr Hilfe braucht, was installiert werden soll oder was installiert ist und eventuell Probleme macht. Und was ihr sonst noch so habt. Kurz den Captcha rein, Support-Anfrage stellen. Ich melde mich so schnell es geht. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und lasst euch nicht ärgern. Ciao.